Die Gemeinde in Texingtal in Niederösterreich ist ein beschaulicher Ort. 1668 Einwohner, eine wunderschöne Pfarrkirche und auch der neue Innenminister und dortige Bürgermeister Gerhard Kahner sind in dieser Ortschaft im Bezirk Melk beheimatet. Doch auch ein umstrittenes Museum befindet sich just an diesem Ort, genauer gesagt im Ortsteil Texing. Hier wurde 1892 Engelbert Dollfuß geboren. Seit 1998 ist dem umstrittenen Politiker ein kleines Museum gewidmet. Engelbert Dollfuß selbst ist gerade bei jüngeren Menschen in Vergessenheit geraten. Der autoritäre Kanzler der 1930er Jahre schaltete aufgrund einer Geschäftsordnungskrise 1932 das Parlament und den Verfassungsgerichtshof aus und regierte diktatorisch mittels Notverordnung zur Zeit des Austrofaschismus. Während seiner Kanzlerschaft wurden Standrecht und Todesstrafe eingeführt. Die Sozialdemokraten wurden am 12. Februar 1934 verboten. Bei den Februarkämpfen, dem österreichischen Bürgerkrieg, starben innerhalb weniger Tage etliche Menschen. Überwältigt von tiefer Trauer stehen wir dankerfüllt an der Bahre unserer Helden und wollen nunmehr unsere Aufgabe darin sehen, für ihre Hinterbliebenen in jeder Weise zu sorgen. Deshalb habe ich die Vormundschaft der Weisen, der gefallenen Schützer unserer Heimat übernommen. Wir sind überzeugt, dass diesen Tagen der Verblendung wieder ruhige Zeiten des Aufbaus, der seelischen Befriedung aller Bevölkerungskreise durch ernste Arbeit folgt, in Einigkeit für das Gedeihen unseres schönen Vaterlandes. Dollfuß schuf mit der Mai-Verfassung 1934 einen autoritären Ständestaat und stützte sich vor allem auf die katholische Kirche, die Bauern und auf die Heimwehr. Bei einem gescheiterten Putschversuch der illegalen Nazis im Juli 1934 wurde Dollfuß im Bundeskanzleramt erschossen. Die ÖVP ehrte Dollfuß bis vor wenigen Jahren. Ein Porträt des Ständestaatkanzlers war in den Clubräumen im Parlament bis 2014, ab 2017 mit Zusatztafel, auf der auf den autoritären Ständestaat Bezug genommen wurde, zu sehen. 2017 wurde das Porträt als Leihgabe an das Niederösterreichische Landesmuseum gegeben. Grund dafür waren Umbauarbeiten im Parlament. Auch auf Wikipedia wird die Person Dollfuß in den letzten Tagen häufig gesucht, wie die Pageview-Analyse der Seite zeigt. Alleine am 5. Dezember wurde sie 6.000 Mal abgerufen. Das Museum selbst steht schon länger in der Kritik. Es liefert keine Hintergründe und keine differenzierte Auseinandersetzung. Zudem herrscht ein Mangel an Informationen sowie kritischer Distanz. Zweimal kommt der Begriff autoritärer Staat bzw. autoritärer Ständestaat vor. Was darunter zu verstehen ist, können sich Besucher selbst ausdenken. Das Museum hat dazu nichts zu sagen. Auf 4 Ausstellungsräumen verteilt befindet sich ein Sammelsurium zumeist banaler Erinnerungsstücke, wie in Progress, dem Magazin der österreichischen Hochschülerschaft, kritisiert wird. Kritik kommt aber auch von den Grünen. Menschenrechtssprecherin Eva Ernst-Jecic twittert beispielsweise: Das Verhältnis zum Austrofaschismus muss immer klar sein, gerade beim Innenminister.